aktiv benutzt er sein Fahrrad. Ja. Filmt. Ich sitze jetzt hier gegenüber von der Uli auf dem grünen Stuhl. Ich bin aber die Juli und nicht die Uli. Von der Juli, hab ich Uli gesagt? Oh, ja. Rolando? Ja. Hier passt der Aki? Ja, ich kann ja jetzt mitreden, da, Roland. So, Zeuge sind Wolle. Wolle spricht aus dem Hintergrund. Ja. Ich habe nichts mehr zu sagen. Aber wenn ich das alles höre. Wolle hat sich heute sehr intensiv in das Gespräch eingeklingt. Mhm. Ja. Alle Menschen sind wie Computer. Sie nee, sind du alle hast das gesagt. Wie Word und Excel. Wir sind, die Menschen sind so glatt gestrichen. Gestört. Glatt ja. gestrichen und gestört durch die ganze Technikwelle. Und alle müssen irgendwie einheitlich sein. Wenn man irgendwas nicht formal korrekt macht, ist das gleich ein riesen Drama. Die Leute sind vollkommen irritiert. Ja. Aber laufen sie durch die Gegend und machen alles politisch korrekt. Oh, Deutschland ist bunt. Juli, jetzt kommen wir mal zum AfD. Thema. Ich war AfD. Jetzt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Jetzt hast du dich geoutet hier. Juli, hör mal bitte zu. Die sehen mich ja nicht. Wolle, sei still, du wolltest still sein. war am Dienstag, Donnerstag und Freitag hier fahren. Hab dann vorne an dem Kiosk, am Backerscafé, hab ich einen Kaffee getrunken, hab gewartet, bis hier jemand aufschließt. Und ich kam halt nicht rein, ich wollte hier weiterarbeiten, hier hochgehen. Ne? Weil ich habe jetzt das hier installiert, das Dachding repariert da oben. Und hier für Versuche, der Regen hat das Becken hier schön voll gemacht. Ne? Da kann man auch mal Wasser von hier wieder da reinkippen. Und wir müssen das einfach kommunizieren, warum hier unter der Woche mittags bis nachmittags keine Leute mehr reinkommen. Und schade, die könnten das arbeiten. Aber ich glaube, ich habe im Internet gerade erst gelesen gehabt, dass die Bienenladies angeben hier, dass unter der Woche jeden Tag, da weiß ich jetzt nicht mehr genau die Uhrzeiten, aber immer die Besichtigung möglich wäre. Das kann ja irgendwie dann auch nicht sein, oder? Ja. Ich habe mich verpasst. Es wird halt nicht kommuniziert. Ne? Wird sich nicht drüber unterhalten. Plus das, was hier überhaupt ist, jetzt habe ich gesehen, die Woche über hat da ein Gerüst gestanden am Bahnhof. Ne? War aufgebaut, ne? Und wie ich gestern herkam, haben die das Größte wieder abgebaut. Da habe ich mich gefragt, was denn das? Wozu haben die da eigentlich ein Gerüst aufgebaut und dann wieder abgebaut? Tja, Wolfgang, wenn wir uns mit all den solchen Dingen beschäftigen würden, dann würden wir nichts anderes machen. Haben wir nicht schon genug mit der Weltrettung zu tun, Lichtkämpfer? Ist das nicht genug Aufgabe? Darf ich vorstellen, Juli, die Frontkämpferin fürs die Weltrettung geschieht. Wie heißt das? Mai-Zentrum? Nein, Innovationscenter heißt es nicht mehr. Das weiß man nicht. Die wechseln die Namen ja wie ihre Unterhosen. Ja. Auf jeden Fall hast du mal gesagt, vom Frankfurter Garten aus wird die Welt gerettet. Und ja, wir retten die Welt von jedem Ort der Welt aus, aber der Frankfurter Garten ist eine Art Highlight, ein Punkt, wo man die Sachen wirklich zur Sprache bringt. Jetzt wäre ich da so wieder Handystörung, ne? Wie damals bei dem Video, oder? Weißt du, kannst du dich erinnern, wo du die Geisterpumpe gebaut hast? Ja, genau. Ja, da war Ronaldo hat immer gestört, jetzt ist Georgie. Giovanni ruft immer an und gibt Nachricht. Es ist Georgie bei Facebook. Das sind alles Lichtkämpfer. Lichtkämpfer. Und Lichtkämpfer sind in der Regel nicht bei Facebook, auch nicht bei Zing. Und das sind eigentlich Leute, die nicht so eingebunden sind in die heutige Technologie und Gehirnprogrammierung. Das sind Leute, die sich so ein bisschen raushalten. Einsame Wölfe sozusagen. Genau, so ein, die Ideen, den wir jetzt nur stimmmäßig hören. Auch ein Einzelgänger. So, sollen wir mal Video Teil 2 machen jetzt? Wäre vielleicht besser, dass es nicht so lange dauert. Ne? Dann machen wir Teil 1, Teil 2. Wolle, möchtest du noch was sagen zu deiner fragwürdigen politischen Ausrichtung? AfD. Ach ja. Komm, bin ich drauf gewesen? Ja, ich bin. Ja, du kannst ab und zu mal hier gucken, ob ich drauf gewesen bin. Ne? Ja, bist du. Bin ich drauf, ne? Ja. Ich kann vielleicht noch ein bisschen für das nächste Video noch ein bisschen richten. Die Juli ein bisschen mehr nach links rücken. Das hat aber nichts mit ihrer politischen Grundhaltung zu tun. Nee, die ist ja rechts. Die ist aber nicht ultrarechts. Nein, ne? Und meine politische. Hallo Juli!
Sag ich mal vor die Kamera. Hallo Juli.